erstmal unter. Und haltet euch von hier fern. Also abhauen und verstecken. Solange wir Ultron nicht gefunden haben, kann ich nicht mehr anbieten. Wenn du eine Runde pennen willst, dann jetzt. Wir brauchen noch ein paar Stunden. Ein paar Stunden bis wohin? Zum Safehouse. Schatz, bin zu Hause. Wir haben Besuch. Entschuldige, konnte nicht anrufen. Ist klar. Tor, ich brauche Antworten. Hier finde ich sie nicht. Hey Jungs, langsam wird's kalt hier, nicht? Macht es euch was aus, Feuerholz zu hacken? Clint müsste die Äxte hier irgendwo verstaut haben, sodass die Kinder sie nicht finden können. Gut, hacken wir mal. Nachdem wir mal ein bisschen hier gesammelt haben. Und inzwischen suchen wir dann auch. Oh, die schönen Fahrräder machen wir auch kaputt. Brauchen wir nicht mehr. Wir haben ja Trax, oder? Haben wir keinen? Ich sehe gerade hier keinen. Ja, das Sammeln soll ja auch animieren, sich die Umgebung anzusehen und nicht einfach durchzurennen. Das machen wir auch nebenbei. Wir schauen immer nach links und nach rechts. Wir schielen zumindest dahin. Ja, ich weiß, wie soll nach vorne? Ich weiß, ich will doch nur einsammeln. Hier liegt doch so viel Kram rum. Ich will das doch alles haben. Alles meins. Meins, meins, meins. Die Heulbahn können wir nicht kaputt machen. Das Schweinchen ist auch sicher. Nee, noch weiter gehe ich jetzt nicht darüber, oder? Doch, mal ganz kurz. Ein Abstecher hier mal rum. Okay, hä? Das sind Kisten oder was? Nicht richtig. Sind das Kisten? Truhen? Die ist ganz kaputt. Die noch nicht hier. Die verträgt noch was. Achso, doch, die ist auch weg. Gut, eine haben wir noch. Ne, das ist noch eine. Habe ich gerade gesehen im Augenwinkel. Noch drei sogar. Wow. So, dann war's das. Oder? Fast. Die noch. Die haben wir nicht getroffen. Achso, die ist schon fertig. Dann geht's auf zum Schuppen. Die Axt suchen. Ne? Das baut sich wieder zusammen. Wie lustig. So, wie kommen wir denn jetzt da rein? Nee, da geht's nicht rein. Die Tür klappen wir kaputt oder so, was? Wieso kann man nicht einfach wie jeder vernünftige Mensch durch die Tür gehen, ha? Das frage ich mich immer. Das ist bei den meisten Spielen so. Irgendwie kommt man nicht immer direkt rein. Ja, man muss ja immer erst kaputt kloppen. So, da haben wir schon ein Rad. Halt rechts können wir nicht machen. Wir sind keine Reparatur-Heinis. Der könnte das doch. Hä? Wieso? Bin ich jetzt schon wieder beim anderen hier? So, du kannst das doch, oder? Du kannst reparieren. Ja, sehr gut. Dann schweiß mal. Er hat immer ein Schweißgerät in der Hosentasche, wa? Und fertig ist der Traktor. Da wird sich Frauchen aber freuen. So, die Axt haben wir immer noch nicht. Die ist bestimmt auch nicht so einfach zu kriegen. Denke ich mal. Hm. Einfach noch ein bisschen hier suchen.
bevor wir uns nach oben da begeben. Bevor wir rausfinden, wie die Leiter da funktioniert. Charakter, explosiv und so. Ja, ja, klar. Genau, dann verwandeln wir uns mal und zwar in den da. Oder nicht? Hä, wieso geht das nicht? Hab ich den nicht angewehrt? Und? Passiert nichts. Nochmal. Also, U drücken. Auswählen. Iron Man. Hier gibt es noch verschiedene Iron Man. Verschiedene Versionen. Ach, die Leertaste muss ich drücken. Ist klar. So, jetzt haben wir das Kostüm. Jetzt können wir auch fliegen. Und Sachen kaputt machen und so weiter. Nee, ich würde mal hier rumlaufen. So. Genau. Geht doch. Okay, so, dann gucken wir mal hier nochmal. Wie wir die Leiter da runterkriegen. Können wir die jetzt runterlassen irgendwie? Nee, noch nicht. Seltsam. Naja, gut, dann brauchen wir die auch nicht. Hier ist ja eh nichts. Mehr ist hier gar nicht. Haben wir noch keine Axt gefunden. Die sollte doch im Schuppen hier sein, ne? Hm. Ach, hier ist doch was. Was zum Zusammenbauen? Habe ich gar nicht gesehen. Nee. Wieder mal. Aha. Da können wir tanken. Da macht das nicht. Ne, ich wechsle mal. Was macht er nicht? Seltsam. Ich soll da drehen, ne? Wahrscheinlich. Am Rad. Der macht das nicht. Oder draufsteigen? Draufstellen. Ah ja. So pumpen wir da Benzin rein. Die Genforscherin Dr. Helen Cho ist weltweit führend in der Zellregenerationsforschung. Ihre neueste Erfindung, stationiert im Labor von Eugene Genetics, trägt den Namen Regenerator. Er soll beschädigtes menschliches Gewebe wieder aufbauen. Sie sehen gerade einen Laster von Eugene Genetics, nicht den Regenerator. Sie unterscheiden sich ein wenig. Wenn Ultron den in die Finger bekommt, lässt sich nicht sagen, was er damit machen könnte. Künstliche Intelligenz. Ohne jedes Zögern. Sie sind nicht mein Boss. Ich bin von niemandem der Boss. Nur ein alter Mann, dem wirklich viel an ihnen liegt. Er beschützt seine Hühnchen. Also, was hat er vor? Er will besser werden. Besser als wir. Sie soll sich entwickeln. Hat noch jemand von euch Kontakt zu Helen Cho? Die Zellkohäsion dauert einige Stunden. Wir beginnen mit der Bewusstseinsübertragung. Wir laden deine zerebrale Matrix hoch. Jetzt. Ich kann ihn wahrnehmen. Er träumt.
bist wahnsinnig. Wir bekommen Besuch. Warte! Wir müssen weg. Zwei Minuten. Bleib in der Nähe. Immer hinterherräumen, Jungs. Captain Rogers, hören Sie mich? Romanoff ist mit Ihrem Schild dicht hinter Ihnen. Beschäftigen Sie Ultron weiterhin. Und Cap, keine Explosion. Dieser Stein könnte die Stadt einebnen. Boah. So gemein. Agent Romanoff, Cap braucht den Schild. Weiterhin verfolgen. Weißt du, was in dem Regenerator ist? Die Macht für wahre Veränderung. Und das macht euch Angst. Wechseln wir, ne? Kann gar nicht wechseln. Ich drück U, aber... Keine Ahnung, ich kann nicht wechseln. Mehr als U drücken kann ich denn nicht, oder? Ich kann hier gegenfahren, wo ich will. Wir gehen überhaupt nicht kaputt. Ich muss reinfahren irgendwie, aber geht ja nicht. Seltsam. Wieso zeigt er mir das an? Ich soll U drücken. Und dann geht es nicht. Probieren wir mal aus. Das ist, wenn wir einfach ein bisschen Fahrzeuge schießen. Nee, wir können auch nicht reinfahren. Na jetzt, jetzt ging's eben. Keine Ahnung, warum es vorher nicht ging. Ah, schon wieder falsch. Was ist denn da los, aber? Jetzt aber los, komm. Jetzt fangen wir aber richtig an. Oh, wo sind wir jetzt? Runtergefallen. wo sind wir wieder? Man sieht das gar nicht so richtig her. Komm schon. Ja. Ist ja eine sehr kleine Plattform hier. Schon wieder weg. Toll. Der andere springt gleich hinterher. Ha. So, gut. Aber aufgeräumt. Einer fehlt noch. Wo ist der? Der eine. Komm her. Ich hab mein Schild hier auch gar nicht, das ist das Problem. Bin überhaupt nicht geschützt hier. Jetzt kommt er. Na endlich. Hast hier viel Zeit gelassen. Schon wieder da. Dachte, der ist weg. Jetzt fallen wir noch runter. Der hält sich immer fester an der Seite. Ja, das sind wir weg.
schon wieder 8 Leute. Krass. Fängt das mal wieder von vorne an, oder wie? Naja, warten wir mal ab. Im Zweifel werden wir hier noch 3 Tage weitermachen. So, komm, 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 hau ab. Geh, lass endlich los, lass los, Junge. Ja, da ist er runtergefallen. Noch 3 Leben hat er. Wir haben nur noch 1. Komm, 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 er hat auch nur noch 1. Weiter, 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 halte durch. Jetzt können wir ja mit dem Schild arbeiten. Wir brennen hier gerade die Sicherung durch. Ich nerv ihn noch ein bisschen. Was bauen wir denn da wieder zusammen? Eine Waffe. Mal gucken, ist das jetzt zum Speichern? Ich versuche zu helfen. Doch das ist keine gewöhnliche Situation. Das Schild verwenden? Wieso das denn? Ah, wir fahren hier runter. Geht doch gar nicht. Wir sind tot bis dahin. Bis wir das rausgefunden haben, wie das geht. Ja. Bist ihm nicht gewachsen? Danke, Barton. Ja, ist klar. Fahrkarten bitte. Ich geh rein. Cam, kannst du ihn beschäftigen? Was glaubst du denn, mache ich hier? Fahrkarten bitte. Fahrkarten? Job in Korea soll toll sein. Sicherer als New York, hieß es. Oh, oh, das war knapp. Wir müssen weg. Tasha? Welch eine Bruchlandung. Wenn du das Paket hast, bring es zu Stark. Los. Da sind Zivilisten im Weg. Kannst du den Zug stoppen? Leute, mögliche zivile Opfer befinden sich im Weg. Ihr solltet besser zur Spitze des Zuges und die Bremsen aktivieren. So, speichern wir nochmal. Mann, das sind so viele hier. Das sind so viele Leute, dass man sich gar nicht mehr bewegen kann. Dann hauen wir uns eben da durch. Warum geht denn die Tür da nicht auf? Irgendwie kommen wir da nicht raus. Gibt's ja nicht. Da müssen wir außen rum, oder wie? Jetzt sitzt mir hier fest. Nee, da kommen wir nicht durch. Das ist praktischer als man denkt.
müssen wir mal gucken, müssen wir hier raus. Oh, da fallen wir doch raus, oder nicht? Ah ne, geht gar nicht. Lass mal gucken, kann sie hier was machen? Das ist nur so ein Bonus und so. Ah ja, hier. Wollte ich gerade sagen, die Lösung ist es nicht, aber das ist die Lösung. Jetzt kommen wir wieder durch. Der schöne Lego-Zug, also, nee, traurig. Alles kaputt. Ah. Da brauchen wir wieder die Tante. Zwei von fünf. Ja. Captain American brauche ich auch. Nee, immer noch sie hier. Die müssen zusammenarbeiten, sonst wird das nichts. So, jetzt wieder tauschen. Weg mit dem Müll. Drei von fünf. Du bist wahnsinnig. Ja, ist ja klar. Auf Frauen geht man ja nicht so los. Das ist schon gemein. Ganz böse Jungs sind das. Dass der Zug überhaupt noch fährt hier. Oh, wir sind da rausgefallen. Wir sind da glatt durchgefallen. Das gibt's ja nicht. Schnell vorsichtig. So. Oh, ja. Da ist ein Feuer. Brauchen wir wieder Mr. America. Ist nicht so schwer. Oh, volles Feuer rein, Arme. Die sind vorne, jetzt brauchen wir sie wieder. Schnell, komm, bevor wieder irgendwelche bösen Jungs kommen. Mach schnell. Ja, wir haben es geschafft. Sehr gut. Wir haben es nicht geschafft. Ui.